des Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder jede Menge kleine Telefonschnipsel mitgebracht, die leider nicht für ein eigenständiges Video ausreichen. Trotzdem sind hier jede Menge Informationen drin, die auf jeden Fall aufzeigen, was wir da für Menschen am Telefon haben. Es handelt sich natürlich wie immer nur um Betrug. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung. Ja, guten Tag. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ja. Lori, Oris? Ja, worum geht's denn? Wie kann ich denn behilflich sein? Do you speak Russian or English language? Nee, warum? Du rufst doch hier in Deutschland an, da musst du doch auch Deutsch sabbern können. Ничего не понимаю. Was für ein Ding? Вы у нас регистрацию прошли. Регистрацион. Регистрацион. Ja, das hört sich ja auf jeden Fall lustig an, was du versuchst. Können wir gerne weitermachen. Ah ja, nun sprichst du nicht mehr, ne? Magst du nicht so. Ist ja interessant. Okay, bye-bye. Was möchtest du denn jetzt, mein Mäuschen? Wie können wir denn behilflich sein? Wobei willst du denn bekacken? Nur erzähl mal. Was hast du? Tja, da haben wir wieder so einen typischen Fall von ich probiere es einfach mal mit einer ausländischen Sprache in Deutschland. Tja, normalerweise müsste ja eigentlich das Telefonsystem erkennen, dass der Angerufene, also den die Firma da anruft, nicht die Sprache spricht. Alleine an der Vorwahl sieht man doch, aus welchem Land und aus welcher Region der angeblich oder vermeintliche Kunde stammt. Tja, aber dadurch, dass die versuchen, überall zu bescheißen, interessiert die das einfach nicht. Sobald da ein Datensatz im Computer ist, wird da einfach angerufen. Egal, ob das jetzt die Sprache ist, die dahinter steckt oder... ja, eben nichts bringt, ne? Hallo? This is customer service from US Forex. We've seen your registration from our official website. We would like to confirm with you, is there any account manager or IB from USG who are in contact with you already? Hello? Hello, sir? Do you have any account manager or IB or service? No? Okay, I will send you an email later. Thank you for taking our call. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Tja, also was hier mit der Tonqualität des Gesprächs nicht gestimmt hat, kann ich euch tatsächlich überhaupt nicht sagen. Mit meiner Leitung war auf jeden Fall alles in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann. Dieses Resonanzgeräusch, wie man es nennt, stammt wohl von dem Mikrofonverstärker, den sie da einsetzen. Scheint irgendwas am Telefon nicht ganz zu funktionieren. Na, auf jeden Fall haben wir wieder einen dran gehabt, der es in einem Land probiert, wo er nicht hingehört. Hallo, schönen Morgen. Spreche ich mit Sigmund Knusprig, Knusprig? Also, Entschuldigung, schlafen Sie noch? Okay, Herr Knusprig, Entschuldigung für die Störung. Ich kann Sie einfach ein bisschen später anrufen, damit Sie in Stimmung war. Und also mein Name einfach ist Sabrina Schneider. Ich rufe Sie an, weil Sie Interesse an unser Projekt gezeigt haben und haben Ihre Kontaktdaten nicht hinterlassen. So. Deshalb rufe ich Sie an, das vergessen. Sie haben das hinterlassen. Stimmt das? Hallo? Sind Sie da oder schon nicht? Eindeutig mal wieder ein Gespräch der Kategorie komisch. Ja, oder so. Das passiert, wenn man hier in aller Herrgottsfrühe anruft. Ich habe hier einfach mal so getan, als wäre ich direkt wieder am Telefon eingeschlafen. Hat die Betrügerin dann auch keine Lust mehr gehabt, weiter zu erzählen. Schade. Hallihallo, Herr Knusprig. Knusprig, Knusprig. Hallo. Okay, sagen Sie bitte, wann kann ich Sie am besten erreichen, damit Sie mir antworten können, weil Monolog ist schlechter als Dialog. Wir können einfach zusammen sprechen. Wir schlafen jetzt?
Und wer hat mir geantwortet? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie meinte, wer hat denn wohl das Telefon abgenommen? Ja, hier war tatsächlich die gleiche Tante wieder dran und hat's nochmal probiert. Die hat wohl den Joke beim ersten Mal schon nicht verstanden. Tja, so ist es halt. Dann probieren die Betrüger das eben halt nochmal. Guten Tag, Herr Biemel. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Super, freut mich. Ich bin Amalia Maier, ich hoffe, Sie von der Firma Celine Invest. Es geht um passives Einkommen und Finanzmarkt. Sie haben vor kurzem bei uns angemeldet. Ja. Erinnern Sie sich? Nee. Sie haben gestern oder vorgestern bei uns angemeldet. Ach so. Habe ich vergessen. Wissen Sie etwas über Onlinehandel und Finanzmarkt? Haben Sie die Erfahrung? Was? Haben Sie die Erfahrung in diesem Bereich? Was denn für eine? Wie bitte? Was denn für eine? Was meinen Sie? Verstehen Sie, worum es geht? Nee. Wissen Sie gar nichts über Onlinehandel? Doch. Wissen Sie jetzt etwas oder nicht? Was denn? Ja, und zack, da waren wir die Betrügerin auch schon wieder direkt los. So geht's halt, ganz schnell, wenn man keine Lust hat, mit den Betrügern zu reden. Dann machen sie sich da auch nicht so viel Mühe. Tja, man muss schon direkt nach Skript antworten. Sobald man da nicht direkt nach Skript antwortet, wissen die Betrüger auch überhaupt nicht, was sie da eigentlich am Telefon noch großartig machen sollen. Naja, und da die Erfolgschance da ja dann natürlich ziemlich gering ist, legen dann die meisten von denen ziemlich schnell einfach wieder auf. Ja. Hallo? Ja, ich bin der Herr Hubschrauber. Hören Sie mich? Okay, können Sie was anderes sagen? Was denn? Den Herrn Hubschrauber wollte er also sprechen. Den kennen wir ja natürlich auch vom Telefonveräppler. Aber, was das jetzt hier werden sollte, weiß ich nicht so richtig. Aber hier sind wir wieder bei dem Thema, wenn man nicht direkt so antwortet, wie sich die Betrüger das vorstellen, dann wissen sie in ihrem Skript nicht weiter und, ja, lassen es direkt und beenden das Gespräch. Tja, schon irgendwie cringe. Die stellen sich nicht mal mehr vor irgendwie, von welcher Firma, den Namen, den lassen sie meistens auch schon weg. Muss man den ja schon aus der Nase ziehen. Tja, ich find's irgendwie Wahnsinn. Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Hartmut Knuspring-Gürspring, richtig? Ja. Sehr gut. Herr Hartmut, ich bin Sebastian Leroy, der Manager von Europäischer Haupttrainingabteilung von Firma Inertia Finance. Ja, Sie sind gestern angemeldet auf unsere Werbung. Es war Oil Profit Plattform unsere, richtig? Was? Unsere Oil Profit Plattform. Sie meinen Öl, nicht Oil. Öl, natürlich. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich bin kein Deutscher, ich bin überzeugt, dass ich es schon gemerkt habe. Ja, das habe ich gemerkt. Okay, sehr gut. Kein Problem. Ja, Hermut, mein Beruf ist, Ihnen einfach alles erklären und dann bei Aktivation helfen. Okay? Sagen Sie mir erstmal bitte, was für ein Interesse haben Sie auf dem Finanzmarkt? Ja, warum sind Sie angemeldet? Weiß ich nicht. Warum bin ich denn da angemeldet? Ja, warum sind Sie angemeldet? Was für ein Interesse haben Sie auf dem Finanzmarkt? Haben Sie etwas bestimmtes Ziel, was Sie erreichen wollen? Zum Beispiel ein Auto kaufen, Haus renovieren oder haben Sie solche Interessen noch nicht und wollen Sie erstmals nur ausprobieren? Ich würde mal was ausprobieren. Okay. Haben Sie Ihre gewünschte Summe schon ausgewählt, womit Sie ausprobieren wollen? Ja. Okay. Sagen Sie mir jetzt, welches ist das? Was denn? Mein Beruf ist Ihnen einfach beim Aktivation helfen, Herr Hartmut. Okay? Was Sie sollen Sie denn solche Informationen, Ihre Handelskonto, was Sie in unserem System haben, womit Sie online handeln können und Handlungsprozess leiten können auf dem Finanzbörse mit Hilfe von unseren Experten. Falls Sie es nicht wollen,
Sage sie mir und ich werde einfach auflegen und ihre Handelskonto einfach löschen von uns. Ein Käfer, eine Schildkröte und ein Hase machen einen Wettlauf. Wer gewinnt? Bitte? Ein Käfer, ein Hase und eine Schildkröte machen einen Wettlauf. Wer gewinnt? Das verstehe ich nicht. Was sagen Sie jetzt und was für eine Bedeutung hat das jetzt mit unserem Business, was wir machen sollen? Na, der Käfer gewinnt, weil der wurde vor dem Wettlauf frisch betankt. Es ist nicht funny, einfach. Nee. Ja. Oh. Es war sehr schlechtes... Haben Sie auch ein Humorgefühl oder lesen Sie das im Internet? Oder? Ich musste fast ein bisschen lachen, ja. Okay, ja, Sie sieht aus sehr, sehr lustige Person auch. Mhm. Okay, auf Wiederhören. Ich habe nicht Zeit zu verschwinden über... Ja, das heißt verschwinden, nicht verschwinden, weil verschwinden tun nur Dinge, die man geklaut hat, du Betrüger. Also manchmal frage ich mich ja so rückwirkend betrachtet, wenn ich mir die Gespräche hier immer noch mal anhöre, wie sowas eigentlich zustande kommen kann. Das ist so ein Cringe-Gespräch, weiß ich nicht. Einfach nur Wahnsinn. Die rufen bei einem an, wollen einem seinen Trading-Kram da verkaufen und dann driftet das Gespräch plötzlich in eine ganz andere Richtung, nur weil man nicht geantwortet hat, wie sich das der Betrüger vorstellt. Aber interessant. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr all das, was ihr hier in den Videos hört, nicht zu Hause unbedingt nachmacht. Denn grundsätzlich sollte man sich immer im Klaren darüber sein, man redet hier mit kriminellen Betrügern, die das sicherlich nicht besonders lustig finden, wenn man die, ja, pausenlos irgendwie auf den Senkel geht und denen die Zeit stiehlt. Denn das ist klar, in der Zeit, wo die mit uns sprechen, oder in solchen Fällen vielleicht auch mit euch, wenn ihr da mit denen spielen wollt. Ja, das freut die natürlich nicht besonders. Ist ja irgendwo logisch, ne? Hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Christina Tag. Weber spricht. Guten Tag. Christina Weber ist am Apparat. Guten und Tag, Frau Christina Weber. Ich hätte gerne, da steht... Frau Lili Lips, hätte ich gesprochen. Sind Sie Gatte? Nee. Oder? Wissen Sie, Sie sind durch diese Nummer auf unserer Plattform registriert. Es handelt sich um Onlinehandel. Sie sind an mir geleitet worden. Bin Kontomanagerin. Mit wem spreche ich? Es ist eine Plattform, wo Sie profitieren werden. Jetzt habe ich Angst. Also, ganz ehrlich. Wissen Sie, was das ist? Haben Sie gehört beim Onlinehandel? Ja, klar, da kann man richtig Panzer machen. Sagen Sie mal, sind Sie normal? Alles gut? Nee. Dann sind Sie es. Also, wissen Sie was? Also, Spaß beiseite. Dass Sie Humor haben, das ist gut. Aber jetzt ist das nicht nötig. Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt Erfahrung gemacht beim Handeln? Irgendwelche? Nee. Wie sind Sie dann auf der Plattform drauf gekommen? Man hat da war ein E-Mail-Adresse. Da bin ich ausgerutscht und war ich einfach drin. Ich glaube, wenn solche Callcenter-Mitarbeiter oder Betrüger so schön genervt werden, dann haben die auf jeden Fall weniger Energie fürs nächste Telefonat. Tja, also auf jeden Fall verplempern wir auch damit deren Zeit. Und wir lockern das Ganze hier ein bisschen auf. Betrug ist das Ganze hier trotzdem. Denn, naja, man muss sich ja nur überlegen, warum rufen die überhaupt an? Niemand ruft einfach so bei euch privat an und möchte euch Geld schenken. Ja, hallo. Hallo? Hallo. Guten Tag, mein Herr. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz schnuggelig. Möchten Sie das Ihre TomTom-Gerät aktualisieren? Ja, da habe ich ja vorhin geguckt, aber da kam ja nichts. Brauchen Sie Hilfe oder müssten Sie das selber versuchen? Na, wie meinen Sie das mit Hilfe? Da kam ja nichts auf Ihrer Webseite. Ist ja kaputt. Kein Problem, dann versuchen Sie selber. Bis dann, Herr. Tschüss. Betrüger. Ja, richtig. Krimineller. Ja. Krimineller Betrüger. Jawohl, richtig. Schäm dich. Tschüssi. Schäm dich. Tere behne ke na rakhe phone. Shame dish. Mag bahut nahi hai. Shame dish.
Da heult ein Bike im Hintergrund. Ja, hier hatten wir wieder den tollen TomTom-Betrüger am Telefon, der euch irgendein völlig überteuertes Update sinnlos verkaufen möchte und gleichzeitig irgendwelche Viren auf eurem PC installieren möchte. Ja, der Betrug, den habe ich euch ja schon erklärt. Man trägt sich auf einer Webseite ein, wo man angeblich ein TomTom-Navigationsgeräte-Update runterladen kann. Nur dann ruft so jemand an. Ziemlich komisch. Tja, und dass der nichts Vernünftiges im Sinn hat, ist, glaube ich, klar. Aber der hat hier zum Schluss noch irgendwas auf Kakerlakisch runtergelabert. Vielleicht kann der eine oder andere das entziffern, was der da so zum Schluss noch von sich gegeben hat. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Guten Tag. Hallo? Ja? Guten Tag, Herr. Mein Name ist Martin. Ich rufe Sie von TomTom Support. Sie wollen Ihre TomTom aktualisieren oder Update machen? Ja. Wie bitte? Ja. Haben Sie mit Ihrem PC verbunden? Ja. Um Ihnen besser zu helfen, ich brauche eine baldige Verbindung mit Ihrem PC. Darf ich? Na los. Wie bitte? Na los. Wie bitte? Na los. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Tschüss. Betrüger. Tschüss. Kriminell. Tschüss, tschüss. Tja, ganz nett. Schade, dass sich diese TomTom-Betrüger nicht so lange am Telefon hinhalten lassen wie die Trading-Betrüger. Bei denen haben wir ja tatsächlich des Öfteren die Chance, sehr, sehr lange mit denen zu telefonieren. Hier bei dieser TomTom-Masche, da habe ich tatsächlich noch nicht so richtig einen Weg gefunden, die ganz lange am Telefon zu lassen. Meistens sind die relativ schnell weg. Ist aber auch das Problem, weil sie ja direkt auf den Computer sich verbinden lassen wollen. Ja, und genau das machen wir eben nicht, weil auf den Computer verbinden, dann ist es ziemlich schwierig, seine Identität da noch lange zu verschleiern. Noch dazu aus so virtuellen Maschinen, wo man ein künstliches Betriebssystem drauf installiert. Aus diesen Maschinen kann man tatsächlich aber auch ausbrechen. Na, also selbst wenn man irgendwelche technischen Vorkehrungen trifft, um eben nicht aufzufliegen, ja, es kommt halt immer auf denjenigen an, der es einrichtet oder ja, auf die Seite, die etwas besser technisch aufgestellt ist. Und da wir nicht genau wissen, ja, was da für Leute arbeiten bei diesen kriminellen Machenschaften, tja, und ich sag mal, technisch sind die garantiert nicht ganz blöd, auch wenn hier meistens ziemlich komische und schräge und tatsächlich blöde Menschen anrufen. Ja, aber die Technik dahinter, die ist schon ausgeklügelt. Ja, hallo? Ja, hallo? Hallo? Hallo, ich spreche mit einem Herrn Toffel? Ist das richtig? Okay, Herr Toffel, hallo. Schön. Hallo, Herr Toffel, mein Name ist Andreas Becker. Ich rufe an von ExpertCoin, der Online-Handelsplattform. Sagt das Ihnen was? Ja, sagt Ihnen was? Herr Toffel, es geht um das automatische Handeln auf dem Finanzmarkt. Aha. Ja, Sie haben sich ja gerade bei uns angemeldet, vor kurzem. Ja, geht um die Auto-Trading-Software. Ja, sagt Ihnen gar nichts, Herr Toffel? Sie müssen eine Werbung gesehen haben über eine Handelssoftware, die für Sie auf dem Finanzmarkt handelt und somit für Sie Geld erwirtschaftet. Müssten Sie eigentlich gesehen haben. Haben Sie nicht gesehen? Okay, Herr Toffel, sind Sie sicher, dass Sie interessiert sind am Handel? Nee. Sie sind nicht interessiert. Warum haben Sie sich dann angemeldet bei uns? Hab ich doch gar nicht. Haben Sie nicht? Nee. Okay. Aber komischerweise, wie kann das denn sein? Also ich hab hier Ihre Daten. Wie kann das denn sein? Sie müssen sich ja mit Ihrem Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse angemeldet haben. Ja, keine Ahnung. Dass Sie interessiert gewesen sind. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Kann nicht sein, Herr Toffel. Also, schauen Sie her, es wäre eigentlich wirklich, wirklich ein gutes System. Ja, was Sie von uns bekommen können. Das ist wirklich vollautomatisch. Das kauft und verkauft für Sie verschiedenste Vermögenswerte und damit machen Sie Geld. Herr Toffel, Sie können mit 250 Euro schon anfangen. Wie bei allen anderen Betrügern. Herr Toffel, wir sind keine Betrüger. Ja, wir sind ein seriöses Unternehmen. Nein. Ja, ja, wenn Sie keine Lust haben, dann ist es in Ordnung. Sie müssen, okay, also wenn Sie, schauen Sie her, das ist Ihre Meinung, ja, Sie kennen uns ja nicht. Also wo wollen Sie wissen, dass wir eine Betrügerfirma sind? Weil ich Ihnen die Aufgabe anzurufen. Das hat ja nichts mit dem, Sie haben sich ja registriert und Sie haben Ihre Telefonnummer hinterlassen. Deswegen rufen wir zurück. Ich habe Sie aber nicht erlaubt, mich anzurufen. Das machen nur Betrüger. Okay, in Ordnung.
Okay, Herr Toffel, also wenn Sie nicht interessiert sind, kein Problem, dann lasse ich Sie von unserem System löschen, ja? Entzückend. Super, wunderbar. Also dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen, Krimineller. Ja, auch wenn der sich ja mehr oder weniger mal professionell verhalten hat, ist es trotzdem kein Grund, den für seriös zu halten. Denn seriös war das Gespräch hier definitiv trotzdem nicht. Die rufen an, ohne dass sie eine Erlaubnis haben. Das macht das Ganze schon kriminell. So ist es halt. Guten Tag. Hallo? Ja. Schönen Tag, mit wem ich spreche, Entschuldigung. Mit wem? Gabi Winter? Ja, ich möchte einfach Ihren Namen wissen. Warum? Also, Sie haben sich registriert, leider Ihr Name, System einfach zeigt nicht. Ich möchte einfach wissen, Ihren Name. Was? Ich möchte doch Ihren Name wissen, damit ich kann also mit Ihnen reden, ja? Wieso wollen Sie den wissen? Ich habe schon gesagt, Sie haben sich registriert im Finanzplattform, leider Sie haben Ihren Namen nicht geschrieben, ja? Sondern geht Ihre Telefonnummer. Nicht. Geht nicht? Nee. Oder, okay, warum denn? Ja, weil das nicht geht. Man kann ja das Feld nicht leer lassen. Okay, dann warum? Sie haben sich registriert mit einem anderen Namen und einer anderen E-Mail. Warum? Genau, ich kann Ihnen... Lügen Sie mich an? Hab schon gesagt, Sie haben sich registriert in Finanzplattform. Aber deswegen muss man doch nicht die Leute belügen. Was meinen Sie damit? Na, Sie können doch meinen Namen da lesen. Jetzt haben Sie ihn doch vorgelesen. Ja, ich kann, aber wenn Ihnen gefällt, dass ich werde Ihnen mit solchen Namen sagen, ich kann Ihnen genau sagen. Aber ja. Ich denke, das ist nicht schön, ja, wenn ich werde Ihnen etwas Schlechtes sagen. Warum? Das ist nicht höflich, ich denke. Warum? Ich glaube, Sie sind ein Mann. Sie sind ein Mann, Sie sind eine Person. Warum ich soll ein... was bedeutet warum? Warum? Soll ich Ihnen schimpfen? Ja. Also, Ihnen gefällt das? Ich denke, Sie sind ein bisschen verrückt, ja? Ja, das kann sein, aber ich habe gelesen, wenn man sich bei euch anmeldet, dann kriegt man beleidigende Anrufe. Da wollte ich mal gucken. Nee, niemand. Doch. Nee, ich habe nur Ihnen angerufen. Fang an, du Sau. Mann. Fang an, du Sau. Sie sind ehrlich verrückt, ich denke. Ja? Fang an. Beleidige mich. Sind Sie behindert? Ein bisschen. Habe ich gelacht auch, okay. Ja. Kann ich Ihnen einfach helfen oder nein? Sie haben, ich denke, Sie haben Zeit, Sie haben keine Arbeit, deswegen Sie haben sich registriert, damit genau. Sie können einfach ein bisschen Spaß haben, ja. Genau, ich dachte, ich kann mit euch ein bisschen Spaß haben. Ja, und ein Video machen für YouTube. Wie geht denn das? Denn wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, dann mache ich das auch mal. Das habe ich so gerade bei so vielen gesehen. Aha. Das gucke ich auch immer gerne, aber ich weiß nicht, wie man das aufnimmt. Sie denken, okay, lieber Herr, Moment, ja? Wenn Sie denken, dass Sie werden einfach einige Anrufe kriegen von unserer Seite, ich werde Ihnen 100% sagen, dass Sie werden diese Anrufe nicht kriegen, ja? Oh nein. Weil Sie sind nicht unseriöse Person und ich werde nicht meine Zeit einfach, Zeit, die ich habe, ich werde nicht mit Ihnen reden, okay? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich wünsche Ihnen, genau, seien Sie gesund und ein bisschen Kopf, denken Sie mit Kopf einfach. Wiedersehen, Schmodderbacke. Schönen Tag noch. Dankeschön. Na, haben wir es dann doch noch geschafft, dass er beleidigend wird. Auch wenn sie versucht hat, irgendwie, weiß ich nicht, seriös zu wirken, war nicht seriös. Am Ende zeigen sie dann ja in den allermeisten Fällen doch ihr wahres Gesicht. Ihr Betrügergesicht mit den schmutzigen Wörtern. Tja, ich habe ja auch gesagt, ich habe mich angemeldet, um ein paar schmutzige Wörter mit ihr auszutauschen. Tja, hat sie ja dann am Schluss tatsächlich noch geschafft. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Trüger? Herr B. Trüger. Okay, Sie haben bei uns Ihren Namen so geschrieben. B. Trüger. Trüger, ja. Ich melde mich von der Finanzbörse. Es geht um Bitcoin-Handel. Haben Sie schon Ihr Handelskonto aktiviert oder noch nicht? Ja. Ja? Und da sehe ich, dass Sie haben keine Investition getätigt. Ich? Aber da hat doch gestern schon einer angerufen. Das haben Sie schon gemacht, ja? Ja. Okay. Und was genau war jetzt der Grund Ihres Anrufs? Ich meine, sie wollte doch beim Aktivieren des Handelskontos irgendwie helfen.
Und dann hat sie gefragt, ob ich es schon aktiviert habe. Und als ich das bejaht habe, war sie dann selber ganz schnell wieder raus aus dem Gespräch. Am Ende irgendwie dann doch immer wieder verwirrend, wenn die Betrüger anrufen, weil sie sich irgendwie selber nicht einig sind. Und das ist auch das Problem. Alles, was da nicht in ihrem Skript drin steht, ja, können sie auch irgendwie nicht beantworten. Da wissen sie nichts mit anzufangen. Ist ja normal bei den Betrügern. Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich denn da? Hallo. Ich kann Sie akustisch leider nicht hören. Hallo? Und sowas habe ich tatsächlich in letzter Zeit ziemlich häufig. Und dass einfach nur Anrufe reinkommen, ohne dass da jemand dran ist. Und ganz oft sogar direkt wieder aufgelegt wird. Das könnten sogenannte Ping-Calls sein. Also automatische Anrufe von Wählsystemen, um zu gucken, ob die Rufnummer noch funktioniert und existiert und ob da noch jemand rangeht. Wenn ich nun rangehe und irgendwas am Telefon sage, kann auch der Anrufbeantworter tatsächlich sein, dann wird registriert, dass diese Rufnummer eben noch existiert und bedient wird. Ja, und dann kann es sein, dass es nicht mehr lange dauert, bis die nächsten Betrüger anrufen von irgendeiner anderen Masche. Auch wenn sie dann so ähnlich ist wie die Maschen, die wir hier schon kennen vom Kanal. Kann aber natürlich auch einfach sein, dass sie mich direkt an der Stimme erkannt haben und direkt wieder auflegen. Aber naja, Ersteres spricht dann doch dafür, weil das ist auch gang und gäbe und ziemlich normal, dass ja, Betrüger massenweise einfach alle Nummern ausprobieren, ob die noch funktionieren. Denn wenn die Nummer noch funktioniert, bekommt man da sicherlich mehr Geld für, wenn man die Datensätze überprüft hat und dann verkauft. Guten Tag. Hallo. Hallo? Ja. Mit was spreche ich denn da? Ja, ganz deut und lautlich zu hören. Da haben wir wieder ein Betrüger-Callcenter dran. Anhand der Lautstärke im Hintergrund und das Geschreie von den Frauen ist, glaube ich, wieder wunderbar rauszuhören, was wir da eigentlich für jemanden an der anderen Leitung hatten. Der hat entweder schon gewusst, dass ich wieder ich bin, oder der hat es an der Stimme gehört. Manchmal kann es auch einfach sein, dass die dann mehrere Datensätze, wenn verschiedene Namen dazu mal gegeben wurden und dann verschiedene Telefonnummern zu verschiedenen Namen oder andersrum die gleiche Telefonnummer für verschiedene Namen teilweise benutzt wurde, dann fällt das vielleicht schon auf, weil es einfach ja irgendwo mit dran steht, dass unter der Telefonnummer mehrere Kunden registriert sind. Kann natürlich auch so ein Grund sein, warum der ein oder andere schnell auflegt. Das war hier auf jeden Fall mal kein Ping-Call, sondern einfach nur ein Lost-Call. Ja. Wer ist denn da dran? Hallo. Ja. Ja, mit wem spreche ich? Entschuldigung. Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Also, ich habe Sie angerufen. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Mit Ihnen. Ja, und wen genau? Ja. Was, ja? Also mit der Person, ich weiß nicht, wie das erklären. Aha, okay. Können Sie nicht mal ablesen, oder was? Also was muss ich lesen? Wo genau? Ja, mit wem Sie sprechen möchten. Ja, aber ich habe gefragt erstens, also mit wem spreche ich? Ja, aber ich sage doch nicht fremden Leuten meinen Namen. Ja, aber warum antworten Sie auf meine Frage nicht? Also und fragen sofort andere Frage. Ich habe keine andere Frage, ich habe die gleiche. Ich frage, mit wem Sie sprechen möchten. Ja, aber ich habe Essen gefragt. Hm? Ich habe zu geantwortet. Ich sage Ihnen meinen Namen nicht. Sie wollen keinen Namen sagen? Ja, wenn Sie meinen Namen nicht haben, dann geht Ihnen der Name auch nichts an. Dann brauchen Sie ja meinen Namen nicht. Dann hat sich ja das Gespräch schon erledigt. Schönen Tag noch. Sowas passiert tatsächlich auch das ein oder andere Mal, dass die Betrüger anrufen und den Namen gar nicht erst wissen, mit dem sie sprechen möchten. Es kann natürlich auch sein, dass da einfach wieder ein bekloppter Name stand und der den so nicht vorlesen wollte, weil er sich von Anfang an nicht zum Klops machen wollte. Die Variante kann es natürlich auch sein, aber grundsätzlich hier der Hinweis, wenn euch sowas passiert, dass euch eine fremde Person anruft und am Telefon erst nach eurem Namen fragt und den noch gar nicht weiß, dann solltet ihr definitiv vermeiden, euren Namen zu nennen. Denn ihr ist definitiv sicher, dass die euren Namen nicht hatten und den jetzt erst aufschreiben wollen. Ja, und dann habt ihr eure Daten quasi selbst verraten. Muss man tatsächlich auch aufpassen. Ja? Hallo? Wie geht es Ihnen? Was denn? Wie bitte? Was möchten Sie denn? Also, warum sind Sie so böse sofort? Ich verbiete Ihnen, mich nochmal anzurufen.
Wirklich der absolute Wahnsinn. Der Typ von gerade eben hat einfach nochmal angerufen, obwohl ich das Gespräch beendet habe. Mhm. Tja, so kann man das natürlich auch machen, ne? Ist tatsächlich aber rechtlich auch verboten. Wenn ich euch verbiete, mich anzurufen, dann dürft ihr das nicht tun, denn ich habe ein Verbot ausgesprochen. Naja, dass wir uns da nicht weiter drüber den Kopf zerbrechen brauchen, ob sich die Betrüger an Verbote halten oder nicht, das ist klar. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.